Über den da vorne irgendwie immer das Lager voll. Kommt irgendwie keiner abholen. Neue Soldaten sind verfügbar. Neue Soldaten sind verfügbar. Ich glaube, ich mache da einfach mal noch eine zusätzliche Straße dran. Dann können die von dem Marktplatz darüber gehen und abholen. Ja. Dann reißen wir die Verbindung hier nämlich ab und machen da stattdessen noch zusätzliche zwei Felder hin. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Neue Soldaten waren außerdem verfügbar, das heißt, die werden wir mal eben schnell an den Hafen schicken. Also rennt ich meine Armee, die wir jetzt hier haben. Apropos Armee, wie geht's unserer Armee? Ganz gut, keine Gegenwehr mehr. Kommt niemand, der uns vernichten möchte. Finde ich schön. Dann kann die neuen Kanonen. Wer steht denn hier oben rum? Ach, das tolle Schiff steht hier so eine halbe Ewigkeit rum. Das tolle Schiff lässt sich mal eben ausbauen. Wie viele Kanonen passen nochmal auf so ein richtiges Kriegsschiff? 14 sind richtig. Und die neuen Kanonen kann man auf 14 Kanonen aufgestockt werden bei Gelegenheit. Bleibt hier stationiert. Die Seacow macht hier vorne das Kontor. Zwischendurch immer mal wieder kaputt, wenn wir Lust haben. Gibt's eigentlich Grenzen auf dieser Karte, weil du immer von welcher Schaft redest? Neue Einheiten sind bereit. Ja, hier rechts und links sind Grenzen. Also ist das hier im Grunde die gesamte Welt. Es fehlt an Kakao. Es fehlt übrigens an Kakao, aber das haben wir ja vor kurzem hier unten gelöst, das Problem. So, dann nimmst du mal bitte von der Insel hier die Resis wieder mit. Das Holz, dankeschön. Hier können wir sowieso nichts mehr machen. Die hier ist jetzt auch ziemlich gut eigentlich ausgebaut, bis auf den kleinen Bereich da unten. Hier unten haben wir definitiv noch Potenzial, was zu bauen, aber diese Eingeborenen, da gehen wir auch auf den Sack. Soldaten sind ausgebildet. Soldaten sind ausgebildet. Und das tolle Schiff ist fast repariert. Es mangelt an Alkohol. Ja, komm, es reicht, tolles Schiff. Ich muss jetzt mal hier rüberkommen und unsere Soldaten abholen, bevor die hier den ganzen Hafen zumüllen. Die Leute wundern sich wahrscheinlich schon, was die ganzen Kanoniere da machen. Ich warte jetzt erstmal auf die Armee, damit wir da oben die ganzen Türme einreißen gehen können. Am besten nehmen wir jetzt nacheinander die ganzen Inseln ein. Ja, du nimmst mal alles mit. Neue Einheiten sind bereit. Neue Einheiten sind bereit. An Bord. An Bord. An Bord. Wo bist du denn jetzt an Bord gegangen? Geh mal von der Amansee runter. An Bord, an Bord. An Bord, an Bord. Es fehlt an Kakao. Es fehlt an Kakao. Außerdem mehr Einheiten. So, das ist doch mal schön. 8 Kanoniere an Bord. Dann können wir jetzt einmal hier vorne die Insel endlich übernehmen. Dann reißen wir jetzt alles ab, was hier seit einer halben Ewigkeit rumsteht. Hier könnte man ja vorsichtig weiter zerstören. Oh, hier unten sind ja keine Türme mehr. Hier unten können wir eigentlich relativ viel machen. Wenn ich unsere Kanoniere gerade die ganze Zeit da vorne stehen lasse. Du kannst mal hier vorne das Ding zerstören. Du zerstörst das Haus, du zerstörst die Plantage. Da ist ja nichts mehr, was irgendwie irgendwas machen würde. Ich nehme einfach mal an, dass wenn dann mal ein Buff Pass Sleep LP kommt, das für dich komplett blind sein wird, oder? Ja, Kevin will ja immer noch, dass ich das LP mache und ich Buff Pass Sleep spiele. Ist ja eine etwas komplizierte Angelegenheit.
Aber ich tue es ja nie. Das regt ihn ja regelmäßig auf. Soldaten sind ausgebildet. Schießt du bitte? Dankeschön fürs Schießen. Soldaten sind außerdem ausgebildet. Sehr gut. Sag Armee, 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 Armee. Armee, Armee. Das ist eine Armee. Ja, ihr habt da vorne eine Holzbrücke, über die ihr euch alle drüber schlängeln dürft. So, jetzt kommt Pathfinding. Pathfinding im allerschönsten Sinne. Mach mal da vorne die Mauer weg, dass wir die Soldaten da gleich wieder einsammeln können, liebes Schiff. Ihr sammelt euch irgendwo hier vorne, ohne bitte da vorne in den Wachturm reinzurennen. Attacke. Attacke. Sag mal, wie hat er den getroffen? Neue Einheiten sind bereit. Sag mal, wie... Gah. Ah ja, und damit haben wir jetzt auch die Insel endlich eingenommen. Ein blöder Wachturm und schon ist ein Kanonier wieder weg. Neue Einheiten sind bereit. Neue Einheiten sind bereit. Nur noch Mangel an Kakao. An Alkohol. Wir brauchen die Insel hier jetzt. So, dann kommt man hier an den Hafen. Wir bauen uns mal. Soldaten sind ausgebildet. Eure Nahrungsvorräte gehen hier zur Neige. Nimm mal. Gib mir die Soldaten. Die Soldaten bringen wir schon mal hier runter. Ein kleines Handelsschiff bitte bauen. Jawohl. Und alle Mann an Bord. Dann geht's weiter, um die Insel hier unten zu zerstören, damit wir den weißen Spieler kriegen. Ich fände es schön, wenn es für dich blind sein würde, egal ob du spielst oder nicht. Och, will einfach die Reaktion miterleben. Ja, weil Kevin halt das erste Spiel gemacht hat, so wie ich halt Chain of Memories gespielt habe, dachte er sich, spiele ich dann auch das zweite Spiel, aber das, wie gesagt, habe ich halt nie gespielt. Chain of Memories ist das eine Kingdom Hearts, das ich viel gespielt habe, weil es dieses lustige Kartenspielsystem halt drin hat, wie man sich schon denken kann. Das ich halt sehr, sehr gerne mag. Nein, wir sind in Reichweite von einem Turm geraten. Nein, wir sind in Reichweite von einem anderen Turm. Das tun wir nicht, dann zerstören wir einfach nur den Marktplatz da vorne mal. Das müssen wir eigentlich schaffen, ohne in Reichweite von dem Turm zu geraten. Oder nicht? Dude, wo willst du denn hin? Geh mal irgendwo hier in Reichweite von dem Marktplatz. So, jetzt geht's. Du zerstörst mir die Weberei da vorne. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Zerstörst mir das nächste Haus. Der baut ja, was geht denn jetzt los? Neue Einheiten sind bereit. Es fehlt an Kakao. Zerstören. Und da kommt das große böse Kriegsschiff. Außerdem ein Schiff wurde hergestellt. Alle Mann außer Bord. Und Attacke. Du gehst sofort außer Reichweite. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich mal einzurennen. Das wäre mal was. Das würde mich freuen. Yay, wir haben mal keinen Kanonier verloren. Unglaublich. Du kannst das Ding da vorne zerstören gehen. Der Alkohol geht zur Neige. Zerstören. Zerstören. Soldaten sind ausgebildet. Zerstören. Macht mal alle irgendwas hier. Alle machen irgendwas kaputt. Alles, was ihnen so in die Quere kommt. So, Handelschef, du musst für uns eine neue Insel besiedeln. Ich habe gehört, die Leute sind unglücklich, ohne was zu saufen. Was eine ganz neue Wendung in der Geschichte dieses Spiels ist. Also wirst du mal diese
ehemalige Insel hier übernehmen müssen. Ein tolles Schiff, komm mal hier rüber. Team ballert sich hier nacheinander durch die Gebäude. Hier kommt mal hier rüber. Ich habe alle Kingdom Hearts Teile gesehen, bis auf Kingdom Hearts X, aber das ist storymäßig, glaube ich, eh nicht so wichtig. Kingdom Hearts hat ja eine ziemlich große Story. Eine sehr umständliche Story. Oh, wir sind schon in Reichweite von dem Turm gelandet. Kommt, Leute, alle den Turm angreifen. Du bist außer Reichweite. Ihr beiden. Die kommen alle nicht dran an den blöden Turm. Ist ja scheiße positioniert für uns. Okay. Da haben wir verloren, aber es passt schon. Stehen leider immer noch drei weitere Wachtürme, die wir zerstören dürfen. Wie sieht's aus mit der Einheitenproduktion? Hier rüber, hier rüber, hier rüber, hier rüber. Haben wir wieder vier weitere. Kontor bauen. Eines eurer Schiffe. Eines unserer Schiffe wird angegriffen, wovon? Feind hier Kanoniere, die da kommen? Das ist ja eine Frechheit. Einfach Kanoniere produziert. Eine Einheit wurde ausgebildet. Ja, ne? Dann zerstört doch mal bitte die Mühle da vorne. Es fehlt an Tabakwaren. Und dann zerstört doch mal bitte hier vorne den Turm. Wo ist deine? Wo ist deine? Ach, ich hätte ihn wieder nicht angeklickt. Dann sterbt doch, ihr blöden Kanoniere, ey. Mich das nervt. Micro in diesem Spiel ist echt die Pest. Der Alkohol geht zur Neige. Wie schaffe ich es an, ohne Grafikfehler zu spielen? Ich habe es installiert und angemacht und es hat funktioniert. Das war der Trick. Ich habe das Originalspiel. Eines eurer Schiffe wird an. Noch mehr lustige Leute, die meinen, uns angreifen zu müssen. Eine Einheit wurde ausgebildet. Ja, noch mehr Einheiten wurden ausgebildet. Du kannst hier vorne mal unsere ganzen Sachen abladen, die wir dabei haben. Laska. Toller Name. Ein Name bitte für Laska. Die Brücke sollte ich nicht mit abreißen. Ich will nur den ganzen Dreck hier weg haben. Neue Einheiten sind bereit. Dreck beseitigt. Ja, das hier ist die Alkoholinsel. Außerdem hat die ganz viel Platz, um Nahrung anzubauen. Also als allererstes machen wir uns hier Weingüter drauf. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Das ist schon wieder einer von den Musketieren. Ist echt lustig. Tap, tap, tap. Dann machen wir uns noch ein lustiges Weingut daneben. Dann haben wir hoffentlich keine Alkoholprobleme mehr. Das heißt, wir vergrößern die Alkoholprobleme sogar, aber wir haben zumindest keine Probleme mit der Versorgung. Hier noch Platz für noch ein Weingut. Zack, zack, zack. Und dann brauchen wir einmal eine Straßenanbindung.